Wir sind heute in Kiel unterwegs und zwar mit der MS Heikendorf, einer der Hafenfähren hier in Kiel, auf der Förde-Linie. Und wir fahren einmal über die ganze Kieler Förde vom Bahnhof bis nach Labö und wieder zurück. Alles mit demselben Schiff in einer Rundfahrt, denn es gab hier etwas Zeit zu überbrücken bis zum Boarding. Allerdings nicht der Stena, die wir hier sehen können, Stena Scandinavica, sondern noch eine Nummer größer. Und hier können wir sie sehen, die TUI Mein Schiff 1 lag auch in Kiel. Und auf dieses Schiff wird es in den nächsten Videos dann tatsächlich auch gehen. Hier in diesem Video haben wir einfach die Wartezeit von der Ankunft am Hauptbahnhof in Kiel bis zum Boarding-Zeitfenster überbrückt. Das hat ganz gut gepasst, weil direkt nach der Ankunft am Bahnhof legt hier die Heikendorf ab und kam kurz vor Beginn des Boardings wieder an. Und so konnte man natürlich die Zeit perfekt überbrücken. Das auch ein Tipp für alle, die mit dem Kreuzfahrtschiff in Kiel losfahren oder ankommen. In Kiel ist es schwierig, von Land aus ein tolles Foto vom Schiff zu machen. Da gibt es eigentlich keine Stelle, wo man einen richtig uneingeschränkten Blick hat. Die Hafenfähren der Förde-Linie fahren aber, wie ihr sehen könnt, direkt am Schiff vorbei. Das heißt, ihr habt da perfekte Möglichkeiten, Bilder zu machen. Und nach der Rundfahrt könnt ihr an der Haltestelle Seegarten aussteigen. Die ist direkt am Kreuzfahrtterminal Ostseekai. Das ist natürlich ganz wichtig. Vorher gucken, wo euer Schiff überhaupt liegt. Es gibt auch noch ein paar Liegeplätze außerhalb. Aber wenn das Schiff am Ostseekai liegt, dann habt ihr gute Möglichkeiten, von der Fähre aus tolle Bilder zu machen. Besonders wenn das Schiff jetzt an dem Liegeplatz liegt, wie hier die Mein Schiff 1. Es gibt noch einen, der befindet sich jetzt rechts hier. Wenn das Schiff dann an dem anderen Platz liegt und nicht gedreht hat, dann wird es ein bisschen schwieriger mit den Fotos. Aber im Normalfall könnt ihr eben von den Fähren sehr schöne Bilder machen. Hier seht ihr die Labö, das ist ein Schwesterschiff. So sehen hier also die Hafenfähren aus. Ihr habt den Innenbereich ja auch schon gesehen, also die sind wirklich sehr komfortabel. Kein Vergleich zum Beispiel zu Hamburg, das sind ja in Hamburg wirklich reine Nahverkehrsmittel, die sind nicht komfortabel, sondern dienen wirklich nur dem Personentransport und werden da halt auch sehr rege genutzt. Hier in Kiel sind die Fähren ein bisschen langsamer, ein bisschen komfortabler ausgestattet, die haben hier eben auch noch einen Tourismuszweck. Wobei natürlich auch die Hamburger Hafenfähren für Touristen super sind, aber die hier sind tatsächlich auch noch ein bisschen komfortabler eben. In Hamburg sind die Fähren ja wirklich reine Verkehrsmittel und hier ist schon noch so ein bisschen mehr dieser Hafenrundfahrtscharakter mit dabei, wobei natürlich auch in Hamburg die Schiffe für eine Hafenrundfahrt perfekt sind. Man kommt vorbei am Nordostseekanal, am Ende des Nordostseekanals. Hier in der Werft steht übrigens MS Garden. Das ist ein Neubau, das ist ein Hybridschiff, das auch auf der Förde-Linie eingesetzt wird. Mit dem wäre ich auch sehr gerne gefahren, aber war jetzt hier zurzeit eben in der Werft. Das ist eines von den modernen Schiffen, die in den nächsten Jahren hier die etwas in die Jahre gekommenen Schiffe wie die Heikendorf und die Labö ersetzen werden. Wobei ich die Heikendorf wirklich sehr, sehr schön und komfortabel finde und hoffe, dass sie eben trotzdem hier noch weiter im Einsatz sein wird. Hier haben wir die MS Schilksee, die fährt Hafenrundfahrten, wobei ich da sagen muss, wenn ihr jetzt die Erklärung nicht haben wollt, dann fahrt lieber die Förde-Linie, die fährt nämlich länger, weiter und das glaube ich auch für weniger Geld. Hier haben wir eine weitere Anlegestelle in Falkenstein, danach geht es rüber nach Labö, also ihr habt hier auch die Möglichkeit mit der Fähre an den Strand zu fahren, man muss das natürlich nicht nur als Rundfahrt machen, man kann ja zwischendrin auch jederzeit ein- und aussteigen. Und eben das Schöne dabei, das Ganze zum Nahverkehrstarif, also es ist wirklich auch sehr, sehr günstig. Für diese mehrstündige Rundfahrt, die ich jetzt hier gemacht habe, habe ich weniger als 10 Euro bezahlt. Also es ist wirklich preislich sehr, sehr angenehm. Und hier blicken wir jetzt in Richtung Kiel, also man kann das schon erkennen, wie weit wir tatsächlich rausgefahren sind. Man kann die Mein Schiff 1 nicht mehr sehen, obwohl das ja wirklich ein gigantisches Schiff ist. Also es ist wirklich eine sehr ausführliche Runde, die wir hier drehen. Hier haben wir nochmal den Leuchtturm und im Hintergrund das Marineehrenmal von Labö. Und dann geht es jetzt hier aber auch schon langsam wieder zurück in Richtung Stadtzentrum von Kiel. Die Fähre war auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Wir schauen hier mal auf die Karte und da sehen wir schon, es gibt keine Brücken über die Kieler Förde. Das heißt, wenn man von Falkendorf nach Labö will,
muss man einen riesengroßen Umweg fahren oder man nutzt eben hier die Fähre der SFK, der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel. Und genau deswegen sind die Fähren auch gut ausgelastet, gerade im Sommer kann das schon wirklich ziemlich voll werden. Hier haben wir die Schwentine, das ist, wie man sehen kann, sehr ähnlich zu den Hamburger Hafenfähren. Die fährt auch nur die kurze Schwentine-Linie, die fährt eigentlich quasi nur einmal rüber über die Förde und zurück. Die Förde-Linie ist also tatsächlich die, die deutlich länger ist. Hier kommen wir nochmal an der Mein Schiff 1 vorbei und direkt dahinter befindet sich dann eben die Anlegestelle Seegarten. Dort könnt ihr aussteigen und nach 3-4 Minuten Fußweg seid ihr schon am Kreuzfahrtterminal. Also ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn ihr am Hauptbahnhof ankommt und sehr viel schweres Gepäck habt, weil ihr vielleicht auf eine längere Reise geht. 5 Minuten vom Bahnhof seid ihr schon am Fähranleger, dann eine Station fahren und dann nochmal 3-4 Minuten. Da spart ihr euch nicht sonderlich viel, das ist nur ein kurzes Stück, aber statt 20 Minuten laufen seid ihr dann vielleicht mit nur 10 Minuten laufen an der Fähre und habt noch eine schöne Anreise gehabt. Natürlich, wenn das Gepäck zu schwer ist, dann lieber das Taxi nehmen. Aber ist auch nochmal eine Möglichkeit, zum Terminal zu kommen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über Kommentare, Likes, Abos oder auch einen geteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.